Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Bei uns ist gerade so richtig die Kacke am Dampfen. Aber so richtig. Oh Mann. Ja. So ein Scheiß. Wir haben gute Männer verloren, beziehungsweise eine gute Frau. Haben zwei Angriffe überlebt und alle sind momentan gerade richtig scheiße drauf, weil sie Kannibalen werden. Na gut. Können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Nützliches gewinnen. Sieht aber nicht danach aus. Den Energierüstungshelm können wir nehmen. Und schmeißen mal den ganzen unnötigen Kram weg, was wir jetzt da so alles erbeutet haben. Waschbärleder, Timberwolffell. Was ist das? Schweinehaut, die könnte man noch gebrauchen. Rattenfell. Hirschleder. Hasenfälle, alles weg damit. Eichhörnchen, Boomerratte, Boomerlama, Appalachen. Ne, Appa, was das? Alpaka. Okay, was komm ich? Komme ich auf den anderen Scheiß? Oh Mann. Okay, was können wir ja noch geben? Ja gut, wir geben auch mal das Schweineleder weg. Könnten eigentlich so ziemlich alles verkaufen. Das ist. An Menschenhaut wird es jetzt nicht so mangeln, habe ich das Gefühl. Mhm. Mann, aber das war jetzt ein teurer Spaß. Wobei ich jetzt aber sehe, dass wir das eigentlich nicht wirklich können. Also den Energierüstungshelm können wir uns nicht wirklich leisten. Der ist einfach nur scheiße teuer. Na gut, dann geben wir einfach nur Geld. Geld ist auch gut. So, jetzt muss jetzt erst einmal alles wieder ein bisschen zusammengerichtet werden. So, erstmal gucken. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Ja gut, du bist noch nicht ganz fit. Aber du kannst dir deine Waffe schon wieder aufheben. So. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Saski. Solche hast du überlebt, ne? Oh Mann. Was geben wir dir für eine Waffe? Wo ist denn deine alte? Nee, das ist... Hier ist deine alte. Spirit, du bist natürlich scheiße drauf. Ja, die ist. Ehefrau starb minus 20. Also, deine Stimmung ist gerade absolut im Keller. Zerrissene Kleidung. Warum habt ihr eigentlich alle noch zerrissene Kleidung an? Zuweisung, Alltagskleidung, alles da, gut. Okay. Oh, wir haben sogar ein bisschen was geerntet. Alter, liegt fressen! Holt das gefälligst rein! So, und das kommt hier auch noch alles. Wird alles noch mit eingelagert. So, wir haben wieder was zu essen. Ja, das ist Menschenfleisch. Das darf ruhig verrotten. Da habe ich kein Problem mit. Hier liegt auch noch Reis. Alter, sammelt das ein. Die Kompanie hat Hunger. Händler exotischer Güter. Tun nur red mal mit denen. Wir haben auch exotische Sachen. Moment, das ist der Textilhändler. Hier, exotische Güter. So. Was habt ihr denn Feines? Bam, 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 bam. Ist okay. Bionic Wing. Ne. Können wir ersetzen. Selber. Das können wir selber machen. Eine Niere. Also wir haben jetzt Organe wie zum das Saufen. Also. Warum haben die Leute hier einfach nichts Gescheites in letzter Zeit? Biber. Ein Truthahn. Das ist nur unsere. Hier, wir brauchen Bauteile. Das brauchen wir immer. Ich glaube, ein paar Joints wären jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber nicht so viele. 100 ist gut. Okay, was nehmen wir? Wir können 3 Lungen verkaufen. Wir können 2 oder 3 Nieren. Ja, machen wir 2 weiter. Artificial Mechanoiden Brain. Nehmen wir auch mal eins weg. So viele brauchen wir nicht. Holzbein. Brauchen wir auch nicht. Ach, das war das Holzbein von Delicis.
Einfache Armprothese. Bionischer Arm. Bionisches Auge. Schnitterklinge. Bionischer Arm. Herzersatz. Ein Kiefer. Eine Nase. So viele Nasen brauchen wir nicht. Ohren brauchen wir immer wieder mal. Nieren, ja. Ja, es ist okay. Plastall. Plastall brauchen wir einen Haufen. Da können wir auch ein bisschen mehr Mechanoiden-Brains drauflegen. Wo haben wir denn hier? Mechanoiden-Brain. Da haben wir es ja. Dann lassen wir uns eins noch über. Okay, dann annehmen. Das Zeug können wir immer gebrauchen. Kritischer Alarm, Sambo schwer, Spirit. Repariert Stromkabel. Nee, Spirit, du trägst erst einmal die 100 Joints hier weg. Und ziehst mal ein. Inspirierter Künstler, Tildemar, muss das ganze Zeug verarbeiten. Und Val hat eine Schießwut. Mhm. Aber Spirit kann durchaus mal so einen kleinen Zug gebrauchen. Warum sind die eigentlich alle so euphorisch? Katharsis. 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 Aha. Die fangen sich gerade wieder. Ich weiß, dass wir wenig Medizin haben und den ganzen Scheiß. Ritual Atrine. Aha. Allows the design of creation of occult robes, hopes and other wearings. Okay. Jetzt mit Forschen aus. Hier. Basic Road Building. Okay. Heißt das, dass wir schon eine Deity haben, die wir anbieten können? Irgendwie nicht, nein. Komisch. Hm. Getilde, mal, warum schleichst du so durch die Gegend? Weil du high bist. Okay. Mhm. Und dein Gehirn hat eine Narbe bekommen. Naja. Ich weiß, wie sich das antut. Ne? Wie sich das anfühlt. Ja. Du hast mein Beileid. Tilde mal Hass auch. Oh Mann. Das kann alles, muss alles mit. Das muss alles mit. Warum nimmt das keiner mit? Sind hier alle fleißig am Reparieren wieder. Und die erste Ernte. Die erste gescheite Ernte. Okay, passt. Das war der rauste Winter, den wir je hatten. Little Sis ist draufgegangen. Basic Roadworking haben wir jetzt auch hin. Hm. Gebiet freigelegt. Wo denn? Ja, das so ein bisschen. Mhm. Wir haben wieder Stahl. Können wieder was. Können wieder bauen. Das ärgert mich jetzt gerade volle Kanne, dass Little Sis draufgegangen ist. Einer unserer ältesten Chars. Wie wäre es beim Val eher recht gewesen? Ja, aber gut. Man hat ja nicht die Wahl, ne? Badum, Disch. Das Disch war übrigens ein Schlag gegen das Gesicht. Oh Mann. Mal schauen, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Aber gut. Hm. Wir müssen langsam wieder ins Forschen kommen und langsam wieder auch was zum Fressen bekommen. Also wir haben jetzt wieder was zum Fressen, das geht. Jetzt müssen wir unsere Medizinvorräte wieder auffüllen. Weil die sind etwas mager. Wie sieht es denn eigentlich noch aus? 60% gewachsen. Hm. Unser Rauschplatz 60, 70 in die Erdbeeren. Ah, jein. Ja. Hopfen ist angefroren. Verrottet. Abgeerntet wurden. Weil sie nicht abgeerntet wurden. Was? Was? Einer hat seinen Erntedienst nicht gescheit durchgeführt. Hm? Leicht versteckt wurde immun. Aha. Die Seuche hatte ich immer noch irgendwie so halbwegs im Griff.
Wie sieht's mit Val aus? Den hat's ja ganz zerrissen. Ja, der geht auch wieder. Gut, Fee forscht fleißig. Da geht's auch einiges voran. Das dürfte jetzt in nächster Zeit einiges daran passieren. Aber warum? Warum sind die wieder voll gewesen? Ich dachte, wir hätten die. Naja. Who knows? Aber was, wir reißen mal eine aus Test ab. Moment, O'Connell, mach mal kurz. Ja, mach mal. Es gibt Uran und Stahl. Okay. Okay, man kann damit arbeiten. Damit kann man arbeiten. Aber wir haben jetzt einen Haufen von diesen Kryokapseln, um genau zu sein, 5. Damit können wir ja gut einen ganzen Choppen von der Kolonie einfach mal zur Ruhe legen. Ja. Oh, ein Elder Things Händler. Schon wieder. Jetzt haben sie sich so lange nicht sehen lassen. Und jetzt sind sie da. Jetzt kommen die ganzen Händler. Noch eine Karawane. Habt ihr zufälligerweise Sklaven? Bei den Elder Things sehe ich jetzt nichts in der Richtung. So, Tumblu, handel mal mit denen. Wo bleibst du? Und wo sind die anderen? Oh, das ist die Framerate. Okay, die nehmen aus irgendeinem Grund kein Menschenfleisch. Verwundert mich. Sind ja normalerweise nicht so wählerisch. Okay, aber wie sieht es mit Bauteilen aus? Da könnte man schon einiges haben wollen. Ne? Ja, aber die haben nur einen. Ein einziges Bauteil. Ein ganz kümmerliches. Ah. Gut, das nehmen wir an. Tumlo, geh jetzt auch mal zu den anderen Kollegen und biete denen mal einen Handel an. Ein Großhändler ist auch noch in der Nähe. Jetzt kommen sie alle. Jetzt waren sie so lange nix und jetzt. Das Spiel will mich foppen. Und zwar volle Kanne. So. Ihr nehmt aber Menschenfleisch. Hier, nehmt alles. Haut nur weg, die Scheiße. So. Wir brauchen Bauteile. Wir. Oh. Nehmt diesen ganzen Scheiß mir ab. Nehmt es. Nehmt es und kommt nie wieder damit. Ich sortiere nachher aus, was wir noch brauchen. Erstmal die ganzen Klamotten weg damit. Hau den ganzen Scheiß beiseite. So. Okay, was können wir gebrauchen? Erst einmal gehen wir durch, was für Klamotten brauchen wir. Glitterwelt, Medizinkit. Wäre jetzt schon mal nicht scheiße. Hätte das ist einiges geholfen. Na? Aber nachher ist man immer schlauer. Okay, nehmen wir mal 2 von denen. Nehmen wir vielleicht aus Glitterwelt Medizinkit mit. Also nehmen wir 2. Nehmen wir beide. Ansonsten sehe ich hier eigentlich nichts wirklich von Relevanz. Das könnten wir eigentlich ruhig alles mitnehmen. Menschenhaut. Könnt ihr auch haben. Habe ich kein Problem damit. Truthahnleder. Nehmt das mit. Fungal Fiber. Nehmt das mit. Neutramin. Kraftstoff. Reus. Elefanten. Fleisch. Ja, das nehmen wir auch. Nashornfleisch. Wobei, wir haben jetzt gerade eine Ernte. Ich glaube, wir können uns eins davon sparen. Okay. Chatal. Den nehmen wir auch. Weil da könnte man ganz andere vielleicht auch machen, wenn jetzt die Ernte gerade ist. Wir haben 700 Reis. Okay, wir haben Stahl. Ja, der Rest ist eigentlich nicht wirklich relevant. Ja, die könnten uns den ganzen. Das ist eine Empty Arc. Arcade. Also eine Empty Arcade-Maschine. Achso, was können wir denn noch nehmen? Ich glaube, die haben sonst nichts. Ich glaube, das nehmen wir mal an. Sind wir zwar wieder etwas geldlos, aber
Ist, glaube ich, eher nur relativ relevant. Das alles muss schnell nach Hause und du gehst nicht ohne leere Hände, also gehst nicht mit leeren Händen. Und du kannst dich erstmal anziehen. So, und du trägst das mit. So, Spirit, stelle Protective Helm her. Du nimmst einmal, trägst einmal die Bauteile. Du machst nicht Mending, du tragst das an das Zeug nach Hause. Moment, Moment, habe ich jetzt gerade die jetzt Träger? Trägt. Trage, nicht anziehen, so. Fee forscht. O'Connell trägt Holz in Lagerzone. Du nimmst mal das Traxmus Medikit. Du kochst einfache Mahlzeit, das ist gut so. Trägt Stahl zur Lagerzone. Ist auch in Ordnung. Bohr Tiefenbohrer, da ist Silber. Ist auch gut. So, wir haben auf jeden Fall einen Haufen Mist los geworden. Überlegene gecheckt, Protective Gear. Sehr schön. Ah, genau, es war ja noch ein Händler, ein Großhändler im All. Den könnten wir auch einiges andrehen. Schlafsäcke, schön. Wurde das auch mal erforscht? So. Was kannst du uns anbieten? Plastahl. Plastahl nehme ich nur allzu gern. Was könntest du noch? Ein Stahlkrankenbett. Gut, das könnte man eigentlich selber mittlerweile, also bald machen. Oder mittlerweile, ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß es gerade nicht 100%. Verzeihung. Ja. Heresie, ich weiß. 25 Sportteile. Fleisch ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen. Was aus dir gehen wir? Die Boomeratte, damit kann ich sowieso nicht viel anfangen. Kraftstoff, Neutramin. Ja, wir können dir eigentlich gerade nicht besonders viel geben. Eine Hand für Uran, aber das macht einen Kord auch nicht. Das macht den Kohl auch nicht fett. Wir haben jetzt wieder Holz. Muffalo-Lederhose. Na, ich glaube, wir können uns sowohl, also nur eins von beiden leisten. Und das Plastahl auch nur begrenzt. So ungefähr. So, Plastahl, Plastahl. So, wir haben wieder anständige Mengen Plastahl. Jetzt können wir uns was einiges damit anfangen. Ich glaube, dieses Psychoidbaum. Ich glaube, das können wir uns sparen. Genauso wie den Teufelsgarnpilz. Wobei, den nehmen wir noch mit. Das forschen wir als nächstes. Wir haben jetzt die synthetische Haut. Schiffssensorgruppe. Energielanze. Komponente. Schiffantrieb. Medical 2. Grundlagenraumschrift. Kryokapsel. Energieschild. Energierüstung. Die forschen wir mal. Medical One wäre auch nicht ganz uninteressant. Fish and Farming, Productivity. Verbesserte bionische Teile wäre auch nicht ganz so. Rippenimplantate. Könnten wir mal ein paar Rippen austauschen. Und Energiewaffen wäre jetzt auch nichts, was ist so ganz zu unterschätzen wäre. So, jetzt haben wir ein bisschen Basic-Forschung gemacht. Auch gut. Geschlossen, Forschung, passive Kühlung. Passt. So. Nehmen das Ganze mit. Besitz nehmen und abreißen. Jetzt muss ich noch schnell... Wahrscheinlich die Homezone hat sich da verändert. Ne, diesmal nicht sogar. Wow. Das hat aber die Homezone verändert. Da soll sie nicht hin. Meine Herren, ist das finster hier gerade. Und meine Herren, ist die Framerate low. Merkt langsam, dass das Spiel vorgeschritten wird. Ah ja. Gut, wie hat sich Spirits, ist der, hat sich der so jetzt so halbwegs gefangen? Eine Ehefrau frisst Ilses starb. Der wird dann noch ein Quartal an Ruhe ehren. Kolonisten sind gestorben. Kolonist ist gestorben. Fühl mich nicht gut.
Okay, was machst du gerade, Spirit? Du pennst gerade. Gut, dann lassen wir das mal. Jetzt gehen wir wieder zurück. Was machen wir mit Little Sis Repetierer? Es wäre eigentlich so schön, wenn man so manche Sachen aufheben könnte. So als Schmuck an die Wand. So als Gedenken. Es wäre eigentlich auch geil, wenn man so eine Statue von jemandem machen könnte. Na gut, aber das sehen wir dann alles im nächsten Part, was wir hier dann noch zusammenkriegen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Für die Gott.